Was haben wir hier noch? Ach, da geht's gar nicht groß weiter. Darauf hatte ich gehofft. Aber ist der da jetzt noch? Haben wir den getötet und sind geplatzt? Oder sind die geplatzt und... Was weiß ich. Das ist wieder ein kaputter Zünder. Ein TNT-Fass sehe ich von hier. Zack, bumm. Kann ich den von da treffen? Okay, die sind alle schon mal ein bisschen angeballert. Okay, dem geht's auch nicht mehr so gesund. Da ist auch noch so ein Kerlchen. Noch ein Schlitzer, auch sehr unsympathisch. So, hier ist das große Sterben angesagt. Wir klarieren dieses Loch hier. Dieses dunkle, ungemütliche Dreckloch. Und da kommt der Magician, der Zauberer. Kommt ihr denn hier hinter mich? Da hat euch keiner erwartet. Was für ein Geballer, wo bleibt die Würde? So, du musst auch noch sterben. Das ist der Goblin Springmeister gewesen. Eieiei. Ei der Daus. Wie sehen wir denn jetzt aus? Da gehe ich hier nochmal. Wow. Ich wollte eigentlich hier dieses Ding in die Luft jagen. Bums. Bums, Schakalaka. Okay. Ich glaube, wir gehen hier doch schon weiter. Ich dachte, das wäre hier nur noch so ein Zubelwubbel. Aber augenscheinlich muss ich wieder nach oben. Weil da oben war ja noch was. Ach, da kommt jetzt der kleine Mann hinterher. Bleib mal bei Mami, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Das ist ein gut erzogener kleiner Kerl. Der bleibt bei Mama. Wenn man ihn einmal eine Kugel in den Kopf jagt, bleibt er bei Mama. Zuck. Ich höre wehrhafte kleine Männer. Die kommen da alle angehopst. Schon süß. Stimmt doch. So, heute ist Feierabend for you. Ach, da oben steht auch noch einer. Und revolutioniert. Ach, da kommt runter. Ist aber nett. Hier, Hundi. Snacky. Okay, da explodiert nichts. Ansonsten ist hier auch nichts. Nein, ist nicht. Ist aber aus der Map gewesen, hast du gesehen? Och. Mir ist da gerade so ein kleiner Kerl vor der Knarre geplatzt. Ups, 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 ups. Das war ein bisschen spät geschossen. Das gebe ich zu. Aha, das sind tumultartige Zustände. Jetzt gehen wir erstmal da weg, laden uns selbst ein bisschen auf. Und erschließen die hier. Diese hochkommende. Stufenaufstieg. Yay. Wir sind fachkundiger geworden. Wir sind wahre Fachleute. Der Sprengmeister nervt. Und zwar sehr. Das sind zwei Sprengmeister, ne? Die haben mich in der Zange. Komm, machen wir Bumm. Das war sehr hilfreich. Dankeschön. Noch mehr Bums möglich? Nö. Das war's am Bums. Hinten kommen noch mehr. Was ist denn da noch? Das sind wieder Sprengmeister. Alter Daus. Da muss ich aber draufhalten auf den Kerl. Die Kleinen da wieder. Die haben so lustige Stimmchen. Seid ihr Magier? Das ist ein Wächter. Was immer das bedeutet. Ich weiß es nicht. Da platzen meine Freunde. Auch das ist normal in diesem Let's Play. Bei Minecraft das Mittelalter müsst ihr euch mehr Sorgen machen, wenn da die Freunde platzen. Möchte ich an der Stelle mal anmerken. Ach, da ist ein Zünder. Ich dachte schon, gibt ein interessantes Gespräch, aber ich glaube, da kann ich mich lange mit dem Hebel unterhalten. Oh, da, Bums. Kolben erforderlich. Nur gut, dann gucken wir uns nochmal um. Da wird sich doch ein Kolben finden lassen, da werde ich drauf. Hallo. Das macht schon Schaden hier. So ist es nicht. Ah, guck mal. Da ist ein Endgegner. Da möchte ich jetzt gerade mal kurz das durchdiskutieren mit ihm. Ach, das ist ein Vorarbeiter, ein Goblin-Mensch. Aber der Kerl, die sind gefährlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ach, der ist schon tot. Ach, da ist der Kolben. Er hat den Kolben. Ach ja. Guck mal in der Guck. Und du? Du hörst jetzt mal dahinter dein Steinchen mal auf, hier rumzuballern. Das ist ja unmöglich. Er hat denen nicht beigebracht, fremde Menschen von hinten anzuballern. Das macht man nicht. Die Mama sagt dann, nein, lass das also sein.
Nee. Oh, guck mal, eine Kiste. Noch eine Kiste. Oh, ich sollte weggehen. Da oben steht noch die Bande und guckt. Ja, wie ihr euch da hoch manövriert habt, weiß man nicht, aber ihr könnt da oben auch genauso sterben wie unten. Das ist für mich kein Problem. Ich mache da keine Unterschiede. Kann ich an das Gold dran, bitte? Oh, das ist cool. Ich habe einen langen Arm. Man sieht es nicht so, aber ich bin anatomisch sehr... Ich habe einen sehr großen Arm. Ne, wegen diesem riesigen Arm... hat Luzi gesagt, als ich mich kenne, boah, hast du einen großen Arm. Und ja, seitdem... Oh, besser. So. Ich finde das vor allem praktisch, dass ich sehr gut an mit dem großen Arm an den Senseo komme, an den Kaffeepads, die oben auf dem Küchenschrank von dir stehen. Das mag sie. Also sie steht da. Oh, hier wollte ich noch gar nicht hin. Ich muss aber so springen, König Pong. Ich gehe nochmal. Ich hatte auch noch... mir fällt ein, ich habe ein Meeting noch. Ich hoffe, der läuft mir jetzt nicht den ganzen Weg nach. Das wäre mir unlieb. Aber hier gab es noch Sachen. Das wollte ich mir... Vorher sind wir außerhalb der Karte. Wie du vielleicht sehen kannst. Wahrscheinlich rennt er uns jetzt bis hier außerhalb der Karte nach. Ich weiß noch nicht, warum ich hier alles in die Luft jagen sollte, aber ich tue es trotzdem. Aber guck mal hier. Ein verfluchtes Schwert. Wer rechnet denn mit dir? Erschreckt mich doch nicht so. Ich habe meine Sicherheit selber mich eingeschießen. Geschießt. So. Oh, jetzt geplatzt. Jetzt geplatzt. Mal gucken, ob der König irgendwo auf halbem Weg entgegenkommt. Das wäre ja freundlich von ihm. Kann man nicht anders sagen. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, König? Ja, wo ist er denn? War der nicht irgendwo hier drüben auf? Das habe ich mir gedacht. Ich weiß halt nicht so genau, wo er hin ist, aber irgendwo wird er wohl sein. Hier ist er gerade nicht. Das ist nicht unwillkommen. Wo ist er denn? König! Haben wir jetzt kaputt gemacht. Was ist denn dieser mysteriöse König? So. Ach, guck mal, da kommt was aus dem Boden. Also ich weiß nicht, wo der König hingerannt ist. Er ist wohl nicht drauf klargekommen, dass wir weg... Ach, das ist jetzt ein Imitator hier vor meiner Nase. Sehr unfassbar. Wer hat denn das bestellt? Der lebt ja immer noch. Na gut, der kriegt wahrscheinlich nicht so viel Schaden von uns. Ach, ist das der König? Könnte schon sein, dass es der König ist, aber ich habe die ganz anderen Erinnerungen, wie größer und fieser und böser. Eigentlich glaube ich nicht, dass es der König ist. Wenn ich ehrlich sein darf. Da steht er wieder hinter mir, weiß ich nicht. So, da hinten läuft noch der Typ rum, der ignoriert mich wieder, aber es ist doch nicht der König, das kannst du mir nicht erzählen. So, schön Doppelfeuer. So, der ist auch tot. Aber König? Mein Gepäck ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Jo. Die Ding ist richtig gut, glaube ich. Aber ich bin hier jetzt auch ganz schön voll gespammt. Das kann ich ja noch sagen. Ich muss mich auch mal irgendwie entscheiden, was wir hier noch so alles mitnehmen. Langfristig gesehen und was nicht. Und ja. Beim Waffentechnik kann ich da ja auch schon eine Vorauswahl treffen und kurz der Blick auf die Werte sagt ja auch viel aus und schon reduziert sich die Masse an Zeug, die man da so rumschleppt, ganz erheblich. Das Ding hat da richtig Wumms, ne? Sehr niedriges Angriffstempo, das ist schon ein Unterschied, ne? Jetzt tue ich jetzt erst nochmal weg. Was? Wer? Aber der König ist weg. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir haben den König irgendwie verloren. Wir müssen ihn nochmal suchen gehen. Mir kommt so vor, als müsste er noch hier rumlaufen. Wahrscheinlich haben wir einen Bug gefunden. Nee, es wird still. Oh, ein Skeletti. Skeletti. Lalalala. Und? So. Das ist noch eine Truhe, eine geile. Voller toller Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Höhlenfeeling. So. Aber ich habe
gedacht, hier muss immer noch der König ist doch hier. Da war doch der König ja nicht dabei. Kannst du mir denn nicht erzählen, dass der König, der muss hier doch noch irgendwo rumrennen. Hallo König? Bist du da? Hallo? Ich hab gefühlsmäßig hier keinen König getötet. Oha, da ist er doch, der Pong. Pong, was will er denn da? Hat er eine Wegfindung? Unfassbar. Ich kam mir so vor. Ach, da sind der, diese ganzen Sprengmeister dabei. Das ist ja sehr unsympathisch. So. Ich würde gerne aber erstmal diese Sprengmeister da weg haben, wenn es geht. Aus verschiedenen Gründen. Oha. Das macht halt auch echt Schaden, ne? Ach, jetzt habe ich die Waffe gewechselt, aus Versehen. Ach ja, stimmt. Habe ich. Ah, lass mich. Lass mich doch. Ich möchte nichts kaufen. Jetzt stellen wir uns mal der Sache mal gerade. Du kriegst hier ganz schön Damage schon noch, mein Freund. So. Achso, er ist tot. Zusatzschlüssel, ja. Okay, ich bin froh, ich nochmal gesucht habe. Wir hätten die Quest nicht abschließen können, weil er hinten in der Ecke steht. Der Hirsch von einem König, weil er versucht, uns zu folgen. Naja. So generiert man selber Bugs. Oh, da oben ist, glaube ich, ein Portal. Das hätte uns auch jetzt viel Weg gekostet, da. Ja, ein Portal. Das hätte mich jetzt geärgert mit diesem Königchen. Ach so, deshalb lacht das da so. Wir haben gerade hier dieses Vieh rumlaufen. Hallo. Ich gehe da mal da rein. Oh, guck mal, ich habe ja noch gelevelt. Wie schön. Freut mich ja so ein bisschen. Na dann, gucken wir mal kurz drauf. Haben wir den König Pong getötet. Das finde ich sehr erfreulich. Immer noch viel zu viel Zeug am Mann, ne? Aber da wird sich so schnell nichts dran ändern, fürchte ich. Die Schattlinge würde ich auch tatsächlich nochmal... Die kriegen dann auch mehr Schaden irgendwann mal, ne? Und eine höhere Chance und. Und das erhöht natürlich jeden Schaden auch nochmal, den wir so verursachen. Auch nicht schlecht. Auf 6% bzw. Gift um 12%. Und das ist vor allem immer aktiviert. Das finde ich halt echt cool. Aber der Schattenschuss... 80% des Waffenschadens Sekunde und dann nächster Rang, das macht es natürlich auch nochmal besser. Ich mache jetzt erstmal das hier. Ich schaffe nochmal was. Dann gehe ich hier drauf. Und dann gehe ich hier nochmal und erhöhe mal den Fokus diesmal. Ich weiß nicht so genau, nee, stimmt nicht. Magieschaden macht das. Der Waffenschaden, der ist halt, der Schaden nach meinem Ermessen ist das hier trotz allem das, was wir brauchen, ne? Und die Vitalität ist halt auch nicht so schlecht. Das geht damit halt auch hoch. Dann machen wir jetzt mal auf Gesundheit. Machen wir es mal ein bisschen tankiger. Hat man ja auch wieder bei dem König gesehen. Dass wir schon zarte Seelchen sind. Ein zartes Seelchen. Huch. Lebt ja wer. Habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Den habe ich jetzt aber sehr schäbig geschossen. Oder hat mein Monster ihn gefressen? Da oben muss es doch irgendwo lang gehen. Ich weiß es nicht. Nö, tu es nicht. Ich bin hier in so einem Sockeldings hier unten. Und von da aus muss ich jetzt einen riesen Weg laufen, glaube ich. Ja, ich glaube. Ja, aber wir haben dafür den König Pong schon erledigt. Hat ja auch Vorteile. So genau kann ich mir die Karten ja auch nicht merken, ehrlich gesagt. Also da geht es auch nicht lang. Dann geht es wieder runter. Dann geht es wieder hoch. Oh, und da geht es nochmal hoch. Das ist hier so ein Bergpfad gerade. Da geht es durchs Ding durch. Aha, dich töte ich sehr gerne. Ich hoffe auf deinen goldenen Schlüssel, aber ich habe die Kiste gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Na, finden wir vielleicht noch. Hier zum Beispiel. Oh, guck mal, hier ist ein Tor. Seemannstruhe. Wappen der Teiche. Ich habe das Wappen der Teiche gefunden. Das sollte ich jetzt besser nicht verkaufen, ne? Habe ich das jetzt hier irgendwo? Das ist jedenfalls nicht. Das auch, das ist aber gut. Die langen Büchse tue ich mal weg. Die tue ich auch mal weg, vor allem, wenn ich die hier habe. Die sind ja echt gut. Dann können auch die da weg. Und tatsächlich... Die können auch weg. Brigadine... Was immer das sein mag.
die da, das waren Handschuhe auch. Die haben 9er und da haben wir die 8er. Da bin ich wieder zerrissen. Hin und her gerissen, aber die kann weg. Und die müssen sich noch entsockeln und die kann auf alle Fälle weg. Aber wo ist denn jetzt dieses, habe ich das hier vielleicht? Wappen der oder da? Oder hier? Oder da? Das habe ich einfach so, das habe ich hier nicht im Inventar, ne? Gut. Wenn man es nicht im Inventar hat, hat man es nicht im Inventar. Ich verkaufe wieder Sachen nebenher, weil ich einfach geldgeil bin. Geldgeilster Geldgeiler der Welt ever. So. Stoffbeinkleider, Felsen. Dabei ist Geld eigentlich nur als Sicherheit wichtig. Ich brauche ja nichts. Das ist das Schlimmste dabei. So ein bisschen Sicherheit wäre mal schön. Aber so Geld, so für mich, ich brauche eigentlich nicht viel. Jetzt habe ich Geld gebraucht für neuen Arbeitsspeicher. Ja, das sind dann Ersatzbeschaffungen und so. Aber wenn ihr euch überlegt, was ich hier mit einem einfachen Rechner eigentlich das hier alles auch mache, da geht es gar nicht lang. Da hinten ist das Sternchen. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich falsch orientiert. Ich muss nämlich auch hier noch hin und... Na, Watch-Weltportal. Da muss ich aber draußen... Schade. Verdammte Axt. Habe ich falsch gedacht. Ach. Wie unfreundlich. Aber doch auch günstig. Wenn wir schon gerade hier sind. Ich habe mich gerade erschossen. Die Urne ist auch erledigt. Da ist noch eine Urne. 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 Ach, ein Skeletti. Großer Heiltrank. Das wünsche ich mir halt für Minecraft öfter, dass man so ein paar schöne, so altmodische Schusswaffen von mir aus, ne? Das muss ja nicht so ein Hightech sein, wo man sich so niedermetzelt, MG-mäßig, aber so Steinschlossbüchse oder so finde ich bei Minecraft unglaublich passend. Ach. Das geht hier nicht hoch. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich kenne den Weg doch nicht. Ich finde es toll, dass es hier keine Wegfindung gibt übrigens. Wo man einfach nur so einem Pfad folgt. Ist hier was? Nö, ist einfach nur so ein Wurm. Das Praktische ist, dass da jetzt ein Skelett rauskam, das jetzt gleich zum kleinen freundlichen Drachen wird und uns unterstützt hier, diese kleinen Kerle wegzuschießen. Auch wenn es einen auch immer sehr irritiert, wenn die dann plötzlich da rumfliegen und dann wieder wegplatzen. Da ist auch der Begleiter schon wieder. 2 Minuten sind gar nichts in diesem Spiel. So, da ist noch ein Wolf, der den Felsen leckt. Ich habe in den Schnee gekotet. Ich habe auch noch den Schlüssel für die goldene Kiste. Das wäre mir auch ein großes Anliegen, die zu finden. Okay, wir haben noch was. Was war da eben? Die Bootstruhe, Wappen der Gezeiten. Haben wir noch was gefunden für die Kerlchen? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich vergesse so Namen hier mal. Eine verschlossene goldene Truhe, genau. Hallo, Fee, danke schön. Was hat's denn gemacht? Ja, Giftblutstein ist gut. Das Ding hier nehmen wir nicht. Das ist eine Stangenwaffe. Die Hose kann weg. Aber das ist ein ganz ordentlicher, vor allem. Das ist schon großer. Ein größerer. Sagen wir es mal so. Ist nett. Ist schon. Ach, guck mal, da ist noch eine Waffe. Also, ich meine, das ist echt ein gutes Schwert, aber wir nehmen halt kein Schwert. Wir sind da keine Nahkämpfer. Bäh, Wölfe. Töte die Wölfe! Der Wolf ist irgendwie so ein bisschen komisch drauf. Ach, hier ist das nächste. Da haben sie hier so zusammengeklumpt. Ich gehe nochmal hier hoch. Da ist eine Pagode noch. Er hat sich Mühe gegeben. Er war stets bemüht. Stand in seinem Arbeitszeugnis. So, Tor. Auf Wappen der, ne? Gefunden. Ich habe eine Quest abgeschlossen. Ich bin der Quest-Abschließer. Und der Gegner-Abschließer. Oha. Oh, da kommt wieder so ein dicker Mops hier. Ich habe gerade unten geguckt, weil ich das nächste drücke und schon sind alle tot. Wenn ich wieder auf den Bildschirm gucke, ist das Sterben abgeschlossen. Ich bin ein Monster. Ich bin ein echtes Monster. Ich wünschte, ich könnte so Minecraft spielen, wie ich Torchlight spielen kann. Und Torchlight habe ich viel weniger gespielt als Minecraft. Ich schäme mich ein bisschen. Hey, tschüssi. Zeigt ja aber trotzdem, wie schwer Minecraft auch im Survival wirklich ist. Ich meine, kreativ bauen kann ich ja, das wird ja keiner bestreiten. Aber kreativ spielen? Naja, geht so. So, ich meine, Survival spielen? Ja, geht so. Die ist mit 2 Sockeln super gut, aber nicht, wenn man schon so viel Rüstung hat. Da ist die noch besser, die hat nämlich wenigstens dann wieder 1 Sockel. Aber bis wir die haben, das kann auch nochmal so dauern. Ein bisschen. Weiß ich nicht genau. Bin gerade nicht im Bilde.
Über den aktuellen... Ach, hier waren wir. Hier ist alles tot. Ach, das, guck mal, der lebt, der saß... haltbare Achselschuchsel. Da liegt noch eine bezwingende Toterwache. Oh. Ich renne hinterher wie so ein aufgeregtes... Ach, hier waren wir, aber dann waren wir da nicht. Was? Sonst ist ja aber jetzt alles wirklich weg. So, wir sind Heimweg. Ich guck mal gerade auf die große Karte. Sagt es mir auch nicht so wirklich. Ich bin dort, dann möchte ich da so hin oder da. Da gehen wir als erstes hin. Oh, da waren. Da habe ich noch was gesehen, warte. Da ist noch was. Da müssen wir noch mal rein. Oh, ja, gut. Wir haben ein Ziel. Und dann müssen wir zum Fürsten zurück. Nach Osnabrück. Der Fürst von Osnabrück. Geht's da rein? Ich bin vorbeigelaufen. Nein, da geht's hoch. Sieh mal einer an. Ist das das hier? Ah, ein Wolf. Der hat wieder eine Feldschlange dabei. Es ist natürlich klar, dass ein Wolf mit so einem gusseisernen Geschütz durch die Gegend läuft. Ist typisches Wolfverhalten. Das kennt man ja. Oh, er hat eingestürzt. Das hat sich ja echt gelohnt. Ich bin äußerst beeindruckt von diesem... Ja, von diesem Lohnen. So, wo ist der Fürst? Der Herr Fürst. Ist der hier irgendwo? Fürst? Bist du es? Hallöle. Fürsti! Komm zum Fürsti! Estoriana Refugium betreten. Da ist der Fürst. Hallö. Ja, das sind die drei Wappen. Einen Moment, ich füge sie zusammen. Ja, ja, ich verstehe. Was? Die Estorianer haben das goldene Zahnrad in einer kleinen Höhle versteckt, nicht weit von hier. Ich wollte doch eigentlich die Hundemarke haben, ne? Weil die... Ne. Ist ja schon schön, ne? 11 Körperpanzer. Aber der Hund kriegt 24 und Giftpanzer. Vom Geld her ist auch der Hund der Sieger. Dann gewinnt diesmal der Hund. Hund, du hast gewonnen. Komm her, Hund. Was ist mein Ding? Da. Zack. Also hat der Hund mehr Rüstung als wir. Aber damit können wir leben. Wobei ich sagen muss, wenn ich hier gerade hier so rumstehe mit dem Fürst und diesem netten Typen, da würde ich, glaube ich, an der Stelle erstmal die Aufnahme einmal... Was machst du, Hund? Was ist dein Problem? Da würde ich die Aufnahme einmal beenden und ein bisschen Pause machen. Und es kommt ja eh nicht so viel, aber ich habe so viel Spaß am Aufnehmen. Und es ist auch gut so, weil dadurch haben wir da auch keinen Stress mit. Und das merkt man, glaube ich, der Aufnahme auch an, dass ich hier überhaupt keinen Stress habe. Sondern nur wahnsinnig viel Spaß. Deshalb sage ich an der Stelle jetzt erstmal danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei uns auf dem Kanal mit der Luzi und dem Kumpel und den Leuten, die sich sonst hier so rundtreiben. Und damit meine ich nicht dich, Muccolino. Hm? Nein, den meine ich nicht. Bis dann. Tschüss.